Es ist Halloween-Zeit auf Jovik. Und falls du hier schon Halloween miterlebt hast, weißt du, dass diese Zeit des Jahres immer ein wenig merkwürdig zugeht. Und was braucht man, um richtig Halloween zu feiern? Richtig, ein Kürbis. Und wo findet man die besten Kürbisse in ganz Jovik? Wieder richtig, bei Jasper. Und da müssen wir hin. Aber bevor wir uns auf den Weg machen zu Jasper, müssen wir kurz in den Stall was holen. Ich höre eine Stimme. Kommt die denn her? Es ist doch duster hier. Es ist mitten am Tag, es sollte hier nicht so dunkel sein. Ich bin wirklich beunruhigt. Sehnt da jemand das Lied von Backe-Backe-Kuchen? Aber hier ist keiner. Nein, hier kann auch keiner sein. Ich schließe immer den Stall ab. Mein Gott, das kommt hier raus. Diese Tür. Ich kann doch da nicht jetzt reingehen. Aufmachen oder wegrennen? Da steht ein Kind in der Ecke. Sonst ist hier aber keiner. Okay. Rein. Back inside your stables, the sun sings neath the gables. When the gloom man comes to find you, gloom man came to find you? Things that you must do, hide under hay, wait until day, don't make a peep. Möchtest du mein Lied hören? Nein. Daheim in deinem Stalle, gehen jetzt schlafen alle. Wenn der Gloomman dich finden will, tu dies und steh nicht still. Schlüpf ins Heu, bleib dort scheu, leise sein und schlaf nicht ein. Gloomman, lass die Pferde sein. Wo ist sie hin? Immer steigen Dinge vor sich, die sind nicht in Ordnung. Die sprach von Gloomman, ein Klebemann, ein Klebermann, der dich finden will und deswegen soll man auf gar keinen Fall stehen bleiben? Das Mädchen hat mir mehr Angst gemacht als Sarko. Und wenn ich ihnen das sagen sollte, wird er sicherlich wütend, dass ich vor ein kleines, gruseliges Mädchen mehr Angst habe als vor ihnen. Aber sonst ist hier keiner, oder? Gut. Ja, vergessen wir die Sache. Wir brauchen einen Halloween-Kürbis. Ach, da ist die Farm. Obwohl ich mir gedacht habe, lauter Leute sind hier, um sich Kürbisse zu kaufen. Hoffentlich kriegen wir einen schönen Kürbis ab. Oh. Was ist denn da schon wieder los? Jules hat anscheinend wieder mal seinen großen Spaß daran, Dinge zu verzaubern. Oh weia, der arme Jasper, der wird bestimmt Angst haben. Wir müssen fragen, ob es ihm gut geht. Da sind also die Kürbisse. Und schauen wir die Vogelscheuche. Selbst die fliegt nicht mehr weiter. Aber das wieder Wasser hat was. Ich glaube, es hat pandonische Magie. Das sind ja die Kürbisse. Sieht schon lustig aus. Wenn das Ganze nicht so gruselig wäre. Ach, die sind nicht gefährlich. Jasper, oh, geht's dir gut? Ich habe gesehen, dass du ein kleines Problem mit den Kürbissen. Ach, mir geht's gut, danke, Jasper. Beim Geist der großen Galoppiers. Meine Kürbisse sind besessen. Ja, ich habe auch das Gefühl. Ich wollte mir gerade ein paar meiner wertvollen Kürbisse von Feld schnappen und sie zum Markt bringen. Als die Kürbisse nach mir schnappten. Die Kürbisse hüpften herum wie ein kleiner Teufelsbraten. Eine Katastrophe. Velo, du musst mir helfen, die frechen Dinger wieder unter Kontrolle zu bringen. Klar. Ich habe wohl auch das passende Outfit an. Wie eine große, glückliche Kürbisfamilie. Okay. Komm, Rose Princess. Ich hab schon irgendwie Bange. Er meinte, der Kürbis hätte nach ihnen geschnappt. Wegen gemeinsam hin, ne? Großer, guter, friedlicher Kürbis. Alles in Ordnung, ganz ruhig. Ruhig, Rose Princess. Ja, nicht ganz langsam. Wir verschrecken sie sonst. Ja, alles gut. So ist gut, ja.
Ich steige lieber ab und gehe zu Fuß. Wir wollen sie nicht verschrecken. Ganz langsam. Und? Hab ich mich erschrocken? Ja, lach mal noch so. Großer, doofer Kürbis. Ich höre die doch hier in Nähe. Warte, hier. Hab dich. Oh. Guck mal, du Flaschenkürbis. Wo ist der andere? Oh, der fällt mir wirklich. Oh, ist der niedlich. Ich höre doch noch einen. Oh, ist der, der so komisch lacht? Da. Hat er Angst? Oder freut er sich? Ja, wo ist denn der Kürbis? Ich sehe ihn nicht. Oh, die sind ja schlimmer als die Minions. Jetzt mal Ruhe da hinten. Oh, da ist der Nächste. Ich kann ihn sehen. Er schließt die Augen und versteckt sich. Hm, wo kann denn hier ein Kürbis sein? Ich kann ihn nicht sehen. Da muss ich wohl weitergehen. Schlimmer als Minions. Okay, jetzt muss ich nur den großen Kürbis zurückgeben. Ich hoffe, er ist gut gelaunt. So, bitte nicht nach mir schnappen. Hier sind deine Kinder. Sieh dir an. Sie sind eine Familie. Jetzt, wo du sie wieder zusammengebracht hast, sind sie gar nicht mehr so unheimlich. Ja, sie... Die wollen einen irgendwie nur aufessen. Scheint eine Belohnung für dich zu sein. Ein Goldkürbis. Jasper, Gefahr gebannt. Du kannst mir Kürbisse verkaufen. Oh, vielen Dank, Widow, dass du mir hilfst. Fällt es wieder unter Kontrolle. Aber jetzt, wo meine preisgekrönten Kürbisse eine eigene Persönlichkeit haben, kann ich sie doch nicht einfach kaufen und zu Kürbiskuchen machen lassen. Was sage ich denn nur, Frau Holzwurf? Oh, oje, oje. Naja, noch einige Kürbisse hast du ja. Und deine Kürbisse sind schließlich die besten. Rose Princess, da bist du ja. Diese kleinen Dinger können ganz nervig sein. 20 goldenen Kürbis für einen nervigen Kürbis. Ein guter Deal, das machen wir. Wir haben zwar noch nicht mal offiziell Halloween und es geht schon so los. Ich bin gespannt, was dann zu Halloween passieren wird.